Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15 hier bei Crash Fortific 89. Weiter geht's nun mit der Aufgabe auf der Spuren einer Legende. Wir starten mit dem vierten Kapitel durch. Wir haben mit der Hilfe von Abyss, so, oder wie hieß er nochmal? Der auf jeden Fall mit der Hilfe von den seltsamen Fremden sind wir zu einem weiteren königlichen Grab geraten. Und konnten uns eine weitere königliche Waffe holen, doch dabei haben wir den Riesen, den Titan aus der Legende, aufgeweckt. Und sind dabei von Prompto und Ignis getrennt worden. Jetzt müssen wir einen Weg zu ihnen finden. Lauf nicht alleine davon, Nacht. Dann leg einen Zahn zu. Aber echt, komm schon, Gladio. Scheint, das ist echt heiß hier. Ratschläge schon auswendig. Unter dem Meteor ist eine Gruppe hohen Temperaturen ausgesetzt, die Zustand Bluthitze auslösen. In diesem Zustand nehmen die LP langsam ab. Oh oh. Na, dann muss ich mich beeilen. Oder da weggehen. Von diesen heißen Stellen. Wo? Oh. Na, kommt her hier. Was war? Ach komm, wie der da hängt in der Luft. Wo sind denn noch Gegner? Oh. Lauter Fliegende. Komm her. So, das wär's. Mir ist ganz schwindelig vor Hitze. Wie sind solche Temperaturen überhaupt möglich? Ich glaube, mir platzt gleich der Kopf. Muss ich mich von diesen Stellen fernhalten? Oh oh. Alter, wenn ich dann ständig ausgesetzt bin, das ist ja wie eine Zeitbombe. So, was jetzt? Unbeschreiblich. Nord, hier lang. Bloß kein Fehltritt hier. Schneller, Mann. Ich will das hinter mich bringen. Ja, geht's nicht hinterher. Noch ein Stück langsamer? Halt dich fest. Alter, das hat mich gerissen. Mein Kopf. Verdammt, das hat jetzt gerade noch gefehlt. Komm schon, Nocht. Schnell, rüber. Du schaffst es! Komm schon, beweg dich, Mann! Schaffst du es alleine? Oh nein! Was zum... Jetzt reicht's langsam, Titan! Ich hab genug! Spar dir die Tiraden für später! Komm! Schneller! Sei still! Schneller geht's nicht! Komm schon, rüber da. Nur noch ein Stück. Knockt. Fast geschafft. Boah, das war knapp, ey. Was will der Titan? Sprich deutlicher. Ich sehe schon. Ihr versteht euch. Weiter. Was hat das zu bedeuten? Hier ist man ja... Hier ist man ja stetig irgendwas ausgesetzt. Ich hab genug von dem ganzen Gelatsche. Komm, Nocht. Ich hab die Schnauze voll. Ständig diese Nörgelei! Was ist denn jetzt los? Nacht! Bist du nun ein Luzis oder nicht? Was soll die blöde Frage? Natürlich bin ich das! Denkst du, ich hätte das vergessen? Tut mir leid, ich weiß. Es ist nicht leicht.
Aber hast du eine Ahnung, wie oft ich heute schon dachte, dass ich dich verloren hätte? Wir Amicitias sind Leibwächter des Königs. Seit ich ein Kind war, bläute mein Vater mir ein, dass ich dich beschützen muss. Und mittlerweile erfüllt es mich mit Stolz, dein Schild zu sein. Ich weiß, die Kopfschmerzen lenken dich ab. Aber hör mir zu, wenn ich dich warne. Ja, verstanden. Angespannt durch Klares Worte erhält Noctis die Zustandsveränderung König und Schild. Sein starkes Temper um 50% erhöht. Nice! So, das höre ich doch gern. Ich hab reagiert. Gehen wir. Okay. Lauf nicht mehr alleine davon. Verstanden? Gladio. Bin deinem Vater was schuldig. Ach was. Nanu? Klingelt das Telefon? Warum? Ignis! Seid ihr okay? Hör zu, das Militär. Oh shit. Aufgelegt. Meint ihr, die Niffen wären hier? Oh, das hat uns noch gefehlt. So ein Scheiß. Okay, maximale Kapazität. Gladio, geht er raus! Aus dem Feuerbereich. Zum Glück wird man dann danach wieder geheilt. Endlich angekommen. Ja, endlich. Aber dafür müssen wir uns jetzt mit den ganzen Robos hier auseinandersetzen. So, wenn auch nur zu zweit bist. So. Ihr habt keine Chance. Oh, das war's? Die haben aber so gut wie gar nichts gemacht. Titans prüfen und dem Pfad folgen. Welchem hey, Pfad? Hier bin ich! Sprich gefälligst meine Sprache! Ich bin schließlich nicht zum Spaß hier! Hey, du spinnst wohl! Was zum... Welchem Pfad? Was soll das? Dann habe ich wohl keine Wahl. Ich muss gegen ihn kämpfen? Ach du Scheiße. Nord! Alles okay? Danke. Lass uns abhauen. Das ist aussichtslos. Ja, den Kampf können wir nicht gewinnen. Du darfst dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Schnell! Jetzt wir raus hier. Oh! Da hätte ich aufpassen müssen. Alter! So, jetzt aber. Wo lang? Hier rüber. Wo? Oh, Haruk! Huckepack, dankeschön. Naja, Huckepack, Komm, Gladio! Oh, fuck! Alles okay? Weiter! Er will einfach nicht locker lassen! Alter! Oh oh. Pariert!
kommt er wieder. Und nochmal. Kontern hätte ich können. Ach so. Ah, verflixt. Nochmal blocken. Parieren. Und nochmal mit Kreis kontern. Und jetzt. Wow. Hat das was gebracht? Ich hab genug von diesem Mist. Oh Mann. Das hört ja nicht auf. Aber jetzt müssen wir ihn attackieren. Bin ich hier? Flix. Oh, Prompto. Aua. Schön automatisch blocken. Auch das noch. Was wollen die hier? Hoffentlich kümmert sich der Titan um sie. Was machen die? Die greifen ihn an. Was sind die? Sie versuchen ihn niederzuwerfen oder... Wonach sieht das hier aus? Was muss ich jetzt machen? Muss ich sie bekämpfen? Oh weh. Ah, meine LP lassen langsam nach. Heiltrank, halt dich, Mann. Gleich noch ein. Muss ich einfach nur weiter einen Angriff überleben? Hast du die Königswaffen aktiviert, kannst du deinen gesamten Limitbalken einsetzen, um deine Spezialfähigkeit exekutiv einzusetzen. Dazu musst du allerdings mindestens ein Gefährte kampffähig sein. Nicky übrig ist, desto stärker wird der Angriff. L1 plus R1. Okay, dann wollen wir mal. Wow. Alter Schwede. Und jetzt Exekutive. Ja, nice. Das war ein starker Angriff. Das ist ein epischer Bosskampf. Oh Gott, ich sollte aufpassen. Da stürze ich. Da bekomme ich zu viel Fallschaden. Aha. Schon wieder Fallschaden. Alter! So, kein Fallschaden. Ja, wie komme ich an die Feinde ran? Kann er mal aufhören? Okay, muss ich lang. Parieren. Und kontern. Ines und Prompto haben einen Trick im Ärmel. Eisra, aber zusammen das Handwerk zu legen.
Name ist Aisra. Oh, nice. Das war's für dich. Hey, alle noch da? Ja, gerade so. Ist es endlich vorbei? Hä? Was ist los? Was macht er? Titan! Oh, so verwirrt. Hattest du bei meinem Namen nicht schon Klick gemacht? Nennt mich einfach Arden. Isunia. Der Kanzler von Niflheim? Zu euren Diensten. Ich bin nämlich hier, um euch zu helfen. Ich tue euch nichts, vertraut mir. Obwohl, im Grunde habt ihr ohnehin keine Wahl. Hüpft rein! Oder wollt ihr lieber sterben? Ich sehe keinen anderen Ausweg. Gehen wir. Komm, Noct. Schon gut. Siegel des Riesen. Da tat sich noch Zeit zum Fotografieren gehabt, der gute Pronto. Und damit geht es dann weiter mit Kapitel 5, Dunkle Wolken. Knapp mit dem Leben davongekommen, steht den vier Freunden schon das nächste Problem ins Haus. Der Regalia, den sie auf der Kautesplatte geparkt hatten, ist verschwunden. So ein Überfluss hat das Imperium auch Fluchtweg abgeriegelt. Jetzt ist guter Rat teuer. Ja, das ist allerdings wahr. Wie können sie sich aus dieser Misere befreien? Ging Oberkommandant Ravus Nox Fleury auch auf die Straßensperren der letzten Tage ein? Wir haben Grund zur Annahme, dass die Terroristen, die hinter den Angriffen auf die Zitadelle stecken, in der Region Daska untergetaucht sind. Die Straßensperren wurden errichtet, um die Festnahme zu beschleunigen. Wir sind fest entschlossen, die Bevölkerung vor dieser Bedrohung zu bewahren. Er betonte, dass die Armee ihre humanitäre Hilfe in Insomnia fortsetzen wird. Und nun eine Meldung zu den zahlreichen Erdbeben, die die Regionen Daska und Klain erschütterten. Die imperiale Armee sagte dazu Folgendes. Unsere Forscher konnten bestätigen, dass Bewegungen Titans die Ursache der Erdbeben waren. Um die Bewohner der Regionen vor weiterem Schaden zu bewahren, haben wir ihn für immer unschädlich gemacht. Augenzeugen bestätigen, dass Titan von der Kautesplatte verschwunden ist. Ich fasse es nicht. Was sollen wir denn ohne den Wagen machen?
Warten wir erstmal, bis Sydney die örtlichen Werkstätten abgeklappert hat. Machen wir uns doch nichts vor. Die Niffen haben die Karre. Dein Regal ist verschwunden. Sämtliche Optionen zum Menü. Im Menü zum Fahren wurden deaktiviert. Klasse. Tja, damit bleiben uns nur noch die Chocobos fürs Erste. Dann könnte uns ja dieser verrückte Kauz wieder helfen. Kanzler Isunia? Er stellt ein Problem dar, keine Lösung. Also, was nun? Wir warten, bis Sydney sich bei uns meldet. Bis dahin gibt's qualmende Socken. Guck mal, Umbra! Der Segen der Sex. Wo sind wir hier eigentlich? Ach, sag bloß, wir sind wieder beim Chocopo. Tatsächlich, da sind wir wieder. Oder ist es ein völlig anderer Ort? Na, womit kann ich heute dienen? Paar Rezepte? Nein, wir haben oh nein! Uns fehlen GG Luxusschinken. Nehmen wir uns mal 5 Stück. Vielen Dank auch. Das war's. Kommt dem jetzt ein neues Rezept? In den Sinn? War mir ein Vergnügen. Was ist es? Ja! Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Ja, ich auch. Kosmogoni, aus der Kosmogoni die Kanagoni. Und so trug es sich zu, dass der Schwertgott nach Tenebrae niederstieg, wo er eine Frau erwählte und ihr die Kraft gab, die Stimme des Planeten zu hören. Ihre Weisheit und ihre heilenden Kräfte setzte sie fortan ein, um Nöte zu lindern und als Kanagi zwischen den Göttern und den Menschen zu vermitteln. Ob auch Lunabrae zu diesen Kanagi gehört? Stimmt, sie ist ja eine von denen, ne? Das war doch bei diesem Backflash im letzten Part. Also Flashback, Backflash, Flashback. So, hier steht also die Urgeschichte nieder, also die Grundgeschichte von den Kanagi niedergeschrieben. Interessant. So, hier gibt es eine verrostete Münze und ein paar kleine Chocobos. Hallo? Der tut nichts. Die sind hier noch am Anfang. Diese Chocobo-Küken sehen einfach nur noch aus wie riesige Hühnchen. Also wie zu groß geratene Hühner. Aber echte Hühner. So, ja, mein Gegengift. Ach, hier gibt es ein Restaurant. Bestimmt auch dementsprechend Jagdaufträge. Aber denen widmen wir uns dann. Gucken wir mal. Damit kann ich heute dienen. Erstmal Informationen für neue Orte. Ach du Scheiße. Wow, die wurden auch schnell eingezeichnet. Wow, das ist das wie ein Teil von dem Update? Anscheinend. Ja, gibt es ein paar Chips. Smoothie. Smoothie. With Sandwich und. Oh. Das ist mal ein Riesenburger, ey. EP gewinnt plus 50%. Tja, warum nicht? 1100 Gil gebe ich gerne dafür aus. Nom! Alter Schwede! Wer ist denn sowas eigentlich auf einmal? Auf einmal? Hallo? Und wieder ein neues Rezept. Hat sich also dieses. Notierte sich also gleich dieses Sandwich. Super! So, Jagdaufträge. Ach, es ist eh dasselbe. Wir sind also doch bei der Chocobo Farm angelangt. Ja gut, also... Weiter drauf, Jagdaufträge gibt es nicht. Das Ende der Tyrannerei, es gibt also einen weiteren Behemoth. Der Tyrann-Behemoth. Aber dazu brauchen wir Jagdstufe 8. Jagdrang Nummer 8. Na, naja, schade. Was soll's. Können wir vielleicht ein andermal machen oder
Vielleicht auch nicht, weil ich will ja nicht 100% im Spiel machen, höchstens die Hauptstory. Und das war's schon. Gut, ja, dann geht es im nächsten Part weiter. Das war schon mal ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Ein wirklich genialer Bosskampf. Ohne Zweifel. Ja, und ich hoffe, euch wusste auch dieser Bosskampf zu gefallen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben. Sonst sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Fake 89 bis zum nächsten Part von Let's Play Final Fantasy 15. Also Wiedersehen und Tschüss, Leute.